Hallo, mein Name ist Marcel Bernardi und ich bin der Coinring Crafter hinter der Marke Coinring Factory SA. Vor 500 Tagen habe ich ein Video hochgeladen mit dem Titel Wie man einen Münzring macht. Und mit der Zeit wurde es das Video mit den meisten Klicks. Doch umso älter es wurde, umso mehr habe ich mir gedacht, naja, manche Dinge machst du mittlerweile anders. Und so habe ich jetzt dieses Jubiläum als Anlass genommen, um ein neues Video zu machen mit dem Titel Wie man einen Münzring macht 500 Tage später. Das alte Video finden Sie hier oben in dem Link. So, im letzten Video hatten wir ein 1D-Mark-Stück benutzt, um einen Ring anzufertigen. In diesem Video benutzen wir ein 100-Saar-Franken-Stück. Wir sehen hier, steht rundherum Saarland. Wir sehen das Wappen des Saarlandes. Auf der anderen Seite sehen wir 100 Franken. Und die Münze wurde 1955 geprägt. Als ersten Schritt, wie wir aus dem alten Video schon kennen, müssen wir die Mitte der Münze ausstanzen. Hier sehen wir schon das erste neue Werkzeug, das ich habe. Das hier ist ein Self-Centering Punch Set von Jason's Works. Das Schöne hierbei ist, wir drehen es einfach auf. Dann sehen wir hier unten, ist etwas zum Einlegen und hier oben der Teil ist konisch. Wir nehmen nun den Einsatz, der passend ist zu dem Stempel, legen den Einsatz hinein, legen die Münze hinein. Nun wird zugedreht. Nun kommt einfach der Stempel hinein. So, ich glaube, jetzt kommen wir zu unser aller Lieblingswerkzeug, der 6-Tonnen-Presse. So, und jetzt müssen wir einfach runterpumpen, um dann das Loch in die Münze zu stanzen. So, jetzt sehen wir hier die ausgestanzte Mitte. Und jetzt möchten wir natürlich auch noch den Rest der Münze rausbekommen. Jetzt drehen wir hier auf. Stellen ab, nehmen den Stempel raus, den Einsatz, schrauben wieder drauf, nehmen den Stempel, nehmen einen Plastikhammer und schlagen jetzt auf den Stempel von oben. Ah, jo. Das ging einfach. So, dann nehmen wir also hier die Münze, da nehmen wir den Stempel raus und jetzt haben wir eine Münze mit einem Loch darin und die ausgestanzte Mitte. Der nächste Schritt ist nun, die Münze zu nehmen, den Entgrater zu nehmen und nun die scharfkantige Innenseite zu entgraten. So dass weder ich noch später sich der Kunde an der Innenseite verletzen kann. Als nächsten Schritt müssen wir die Münze umbiegen. Ich möchte, dass das Saarland außen auf dem Ring steht, deswegen drehe ich die Münze um. Mittlerweile bin ich im Besitz eines kleineren konischen Zylinders. Wenn ich diesen also nehme, passt die Münze da ziemlich gut rein. Ich stelle sie oben drauf. Jetzt habe ich einen Kegel aus Eisen, setze auch diesen oben rein,
guck, dass die Münze gerade ist. Nun drücke ich runter. Nun hat die Münze schon eine ringähnliche Form. Der nächste Schritt besteht darin, die Münze gerade zu bekommen, sodass es ein Ring wird. Dafür benutzen wir den Ringdehner. Nun sehen wir, dass er auf beiden Seiten schön gerade ist. Im nächsten Schritt möchte ich die Lippe, also der kleine Teil der Münze, der am äußeren Rand hoch steht, sodass die Schrift der Münze geschützt wird, ein wenig eingedrückt wird, damit sie nicht unnötig raussteht und möglicherweise stört. Dafür nehme ich wieder den kleinen konischen Zylinder, lege dort eine Münze aus Aluminium drauf. Die Münze aus Aluminium kann das Metall unserer saarländischen Münze nicht beschädigen, weil es einfach weicher ist. So, eine zweite oben drauf. So, nun drücken wir ein wenig herunter. Sollte schon reichen. Und ja, die Lippe ist eingedrückt, sodass es angenehmer ist, den Ring zu tragen. Nun kommt wieder der Entgrater ins Spiel. Wir müssen nämlich die Innenseite, in der Innenseite die Lippe auch noch schmälern. Auf dieser Seite auch noch einmal. Sehr gut. So, nun haben wir immer noch die Bruchseite, in der ich die Mitte ausgestanzt habe. Die möchten wir auch noch ein wenig abschleifen, auch wenn sie hier schon sehr gut ist. Deswegen habe ich hier den Akkuschrauber. Auf den wird jetzt hier die Münze aufgesetzt. Wir schauen, ob sie gerade ist. Nein. Ah, schon besser. Jetzt nehme ich feines Schleifpapier und gehe damit über die Münze. Okay, nun ist die Bruchkante schön glänzend und schön geschliffen. Nun müssen wir den Ring nur noch polieren. Dafür nehmen wir Mallers Polierpaste, ein ganz kleines bisschen, tragen es überall auf der Innenseite. Oben und unten
Dann nehmen wir das Kreml-Tool. So, jetzt ist der Ring poliert. Jetzt müssen wir die überschüssige Polierpaste runterbekommen. Und dann gehen wir noch einmal mit dem Brillenputztuch drüber. Und schon haben wir einen fertigen Ring, der vorher eine Münze war. Ja, 500 Tage sind eine lange Zeit. Der Raum hat sich verändert, mein Werkzeug hat sich verändert, meine Fähigkeiten grundsätzlich, was das Coinring Crafting angeht, haben sich deutlich verbessert. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Wenn Sie mehr von der Coinring Factory Saar sehen wollen, unten in der Videobeschreibung sind Links zu Instagram, Facebook und Pinterest. Und dort finden Sie auch einen Link zu meinem Etsy-Shop, in dem Sie Münzringe kaufen können, wenn Sie möchten. Bis zum nächsten Mal.